Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und the identifier code of the der Großmeister fängt an zu reden. Mixed blessings, brother. We have located the Caliban's will. Last recorded in action during the Horus Heresy, as we suspected. It can only be reached through another vessel. A crusade warship from the Black Templars that is listed as lost in the warp during the 39th millennium. Identified in the archives as the Sanctum Imperator. It was launched by the Missionarius Galaxia, but never reached its destination. The transport has impacted into the Caliban's will, and is preventing direct access to our ancient Legion ship. It is imperative that you seize the Sanctum Imperator, so that our forces can make a breach into the Caliban's will. Your attack must be swift. Orga crews have warned that elements of the nearby Tyranid High Fleet have changed course and are now heading directly toward the Alethros. Ja, also willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Space Hulk. Ich wollte schon Taktik sagen, aber nein, es ist Space Hulk Deathwing. Und die Schwarmflotte hat ihren Kurs geändert und nähert sich nun uns. Und wir gehen durch ein Schiff der Black Templar. Ist auch ein Space Marine Orden von den Menschen. Aber nicht von den ersten 10. Das ist ja, die stammen von den Imperial Fists ab, so gesehen. Der Orden. So. Gucken, ob wir noch ein paar Black Templar finden. Ist auch sehr strukturiert, das Schiff. Eigentlich müssten wir da jede Kammer durchsuchen. Relays sind das. Relay 0 bis 3. Und hier bis 6. Joa. Da werden wir ein paar Relikte finden. Wieder maximal 5 können wir finden. Ich würde sagen, wir schießen uns, wenn nicht eine Mission hier oder da ist. Ach so, wir fangen von da an. Schießen wir uns einmal links rumrum so. Einmal im Kreis. So, wir haben ja auch unseren schönen Erlösungsbolter gefunden. Wir haben Plasmakanone. Fett. Aber ich bleib bei der Erlösungskanone. Wir wechseln aber für ihn mal die Plasmakanone. Magazingröße 100. Feuergeschwindigkeit ist natürlich Sturmkanone mehr. Dafür ist die Genauigkeit. Rückstoß ist natürlich stärker. Ist zuverlässiger als die Sturmkanone. Aber macht mehr Schaden und durchbricht Panzerung. Also, das kriegst du. Bruder Naum kriegt nichts. Bleibt so. Bleibt so, wie es ist. Hey, mir fällt gerade auf, wir hatten noch einen neuen. Neue Psykraft. Schockwelle benutze ich ja so gut wie nie. Oh. Es tut mir leid. Oh, Entschuldigung. Oh, musste gerade niesen. Wir machen mal den Schatten des Löwen. Da teleportieren wir uns zum Feind. Mal gucken, ob das so cool ist. Und dann würde ich sagen, let's rock. Let's go. So. Inside the Sanctum Imperator, these impious creatures will find much to conceal their whereabouts and movements. Be on your guard, brothers. Ja, Bruder, wie du sagst. Passt schon. Ah. Hübsche Statue. Das ist das Zeichen der Black Templar. Das Ordenszeichen. Oder haben wir es noch größer? Vielleicht finden wir sogar... hier sind zwei Handhammer. So, wir sollen sichern. Auch einmal hier, ja, ja, komm. Wir gehen einmal links lang. Krass, hier ist Munition. Was sind das für Raketen? Was sind das für Raketen, Alter? Ja, Feindkontakt. Die spucken. Spuckende Tyranniden.
Ah, die Plasmakanone hat jetzt nicht so den großen... Oh, was haben wir hier? Oh. Der muss sterben. Boah, der ist fies. War doch gleich hier. Genau dahinter. Aha. Raketenwerfer Johnny. Hinter dir! Hier geht es irgendwie nicht weiter. Wir müssen einmal wieder zurück. Hier unten was? Hab dich noch gesehen, mein Freund. Oh, meine Füße sind kaputt. Ein bisschen. Habt ihr? Gasmasken, wer braucht? Wer hat noch nicht? Hier unser Kollege muss mal kurz geheilt werden. Mission accomplished, brother. Jetzt braucht der Arzt Heilung. Ups, das war ich. Der Arzt ist hier unten. Doc, einmal heilen. This is done. So, weiter. Hier oben geht's auch lang. Aber hier ist nix. Kommt durch, Soldaten. Mach mal hinter euch die Tür zu. Da gehen wir nicht mehr durch. Was ist denn für ein Ort? Oh, wir sind. Ach, wir können gar nicht hier lang. Okay. Schade. Außer wir springen runter. Spuckt er mich einfach an? Oh, ich würde sagen, gehen wir hier runter. Scheiße, geht nicht. Schiss. Kann ich hier einfach nicht runterspringen? Ah, lass mal weiter. Aber ich kann mich ja teleportieren. Ich muss das nächste Mal testen. Trotzdem Map. Gut, weiter. Uncounted.
Charakter. Mach dazu. Und dann hacken wir mal ganz kurz. Hier ist einfach nichts. Überhaupt. Okay. Könnte was sein, ja. Wir haben ein Gehirn gefunden. Da kommen wir nicht durch, schade. Das heißt, wir müssen weiter nach Norden. Aber da möchte ich mal die andere Seite nochmal gucken. Nicht, dass da auch noch ein Relikt ist. Bisher stört mich so an der Plasmakanone. Oh, hier sind, haben sie Schulterpanzer aufgehoben. Von irgendwelchen Marines. Cool. Das sind vom taktischen Marine die Schulterpanzer. Nicht vom Terminator. Mal auf da, wir müssen dann doch mal durch. Oh, weil falsche Tür. Da ist ja. Schluck Kaffee? Ja, da wollte ich glaube ich gar nicht lang, kann es sein? Kurz gucken. Ne, wir können mal hinten rum. Weil da kriegen wir gleich genug Feuer, glaube ich. Wo war die andere Tür? Wo war die andere Tür? Bin verwirrt. Wieder da zurück? Durch jetzt da. Ne, da war die Tür, genau. Komm mal auf da. Nochmal rüber. Nachladen, dann scannen, hacken. Vielleicht ist da ja jemand auf der anderen Seite. Nö. Niemand da. Okay, hier gibt's nichts. Das ist ein bisschen eingebrochen. Das ist ein normaler taktischer Marine hier. Aber wahrscheinlich kein taktischer Standard-Marine, sondern weil er hat ein tolles Schwert und Umhang. Gut, dann geht's hier gleich weiter. Ach komm, zieh die Tür auf da. Mehr Schulterpanzer. Das überlebt er auch noch. Alter. Wo geht's hier weiter? Krass, sieht aus wie eine riesige Kirche. Geschütze. Ich gehe mal kurz in Deckung. Kann ich scannen? Kann die nur zerstören. Da tun wir mal besser auch. Nächsten. Na, wir wurden unterbrochen. Scannen. Zerstören. Und hier sehe ich gerade, gibt es Nebenräume. Schauen wir uns mal an.
Oh, hier wurden Waffen aufgehoben. Ausrüstung. Hier fehlen die Servitoren, die das alles reinigt haben, aber Rückenmodul ist das. Das tragen die auf dem Rücken. Bolter. Boah, verschiedene Bolter. Schick, 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 schick. Aber kein Relikt. Kann ja nicht überall ein Relikt sein, ne? So, die Tür will ich wieder schließen und verbarrikadieren. Wir haben den Raum ja gereinigt. Müssen wir quasi die andere Seite nochmal durchsuchen. Das gönne ich mir auch nochmal. Das machen wir auch. Bevor wir den großen Punkt da sichern. Ui. Halt ja nicht viel aus, weil die fliegen. Gucken wir mal hier rein. Spricht was zu uns. Ein kleines Relikt gefunden. War das schon mal erfolgreich hier? Dann würde ich sagen, wir verbarrikadieren die Tür gleich. So, dann brauche ich ein bisschen Heilung. Und der Kollege mit der Plasmakanone auch mal ein bisschen Heilung. Na, machst du? Weiter, 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 weiter. Na los, kommt, Jungs. Den laden wir mal zu. Und verriegeln. Weiter. Ja, sieht schon fett aus hier. Die können jetzt natürlich von überall kommen. Oder von vorne. Hey, der hält ja was aus. Ist das ein Carnifex? Hey, was ist das? Verderbender Sensenclown. Er war größer, das war kein normaler. Könnte auch ein Brutlord gewesen sein. Carnifex war das nicht, der ist noch zu klein für einen Carnifex. Alter Schwede. Glück gehabt, dass der alleine kam. So, wir haben es gesichert. Erste Missionsziel abgeschlossen. Und Energiehammer. Setzt beim einen Energiestoß frei, zerschmetternden Boden. Aber keine Waffe mehr zu haben, ist auch scheiße. We cannot board the Caliban's will. Access has been blocked by an alien energy field. The power source for the energy field is a plasma reactor in your vicinity. Access the three power relays to redirect the energy flow from the reactor. Brother Librarian,
Guard well the souls of your companions. We have detected powerful psychic emanations from close to each relay. These emanations might be from enemy psychers, but seem to be drawing the Tyranid fleet towards us. Eliminate the enemy psychers. Die feindlichen Psioniker, okay. Karte wurde aktualisiert. Okay. Dann fangen wir gleich mal bei der Seite an. Berechnung läuft. Was will der denn berechnen? Oder müssen wir jetzt in der Zeit die Relais abschalten? Dann haben wir ein Problem. Härter hier. Nicht hier richtig? Ja. Doktor, heil dich mal selber. Kommen wir wieder hier zurück? Ne, wir können dann woanders rausgehen. Wunderbar. Was ist denn hier? Ich verstehe gerade nicht, warum wir hier zwei Gänge haben. Also der eine geht weiter, dann geht da lang, okay. Ah ne, andersrum. Den müssen wir nehmen. Dann gleich nach rechts. Dann erfolgreich. Wir scannen mal. Nix. Jetzt habe ich mich mal gespawnt. Das kann man benutzen, glaube ich, wenn man Hammer und Schild hat, als Nahkampfwaffe. Dann ist das Spawn vielleicht gar nicht verkehrt, dass wir zum Gegner kommen. Aktivieren. Generator ist off. Gut, dann raus. Wir gehen trotzdem mal in den anderen rein. Weiter. Puh, fünfmal Heilung und dann müssen wir das erste Ziebtor nutzen. Na? Hast du einen Drink? Was immer da sein sollte. Falls ich nochmal. Die gehen mir nicht mehr auf den Sack. Ah, die lauern irgendwie. Aber die waren nämlich genau dahinter, wo wir mich abgeschnitten haben. Weiter. Wohl heil mich mal, wenn die gleich kommen. Ein Schlag, dann ist er. Bin ich auch weg. Komm, Bruder.
Tür zumachen. Ah, schon wieder hinter uns. Kommt hier rein. Und dann auch gleich wieder zu. Verriegeln, wir gehen durch einen anderen Ausgang raus. Diesmal werden sie wahrscheinlich vor uns kommen. Danke. Da hilft einfach die Plasmakanone. Nur mal kurz gucken. Okay, die sind schon runtergefahren. Nur mal gucken, ob da ein Artefakt ist, dann geht's gleich weiter. Weil wir hören nicht die Musik. Ne, hier hat einfach nur was geleuchtet, aber hier ist nichts. Gut, dann gehen wir aus dem anderen Weg wieder zurück. Auch ein bisschen Ausdauer. Und dann machen wir den Laden hier auch zu. Ich weiß aber immer noch nicht, was der mit Berechnung läuft haben will. Bouncen hinter uns Signale. Kommt hier, danke. Und versiegeln. Weiter. Alle drin? Nein, natürlich nicht. Ach komm, geht's weiter. Und schon wieder gelb. Rein hier. Teile drin. Tür verbarrikadieren und weiter, 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 weiter. Ah, der macht Pause. Das ist der Barkeeper. Warning, missile launcher. Ja, wo? Oh. Oh, da ist jede Menge. Ah, es sind zu viele. Danke, Bruder. Weg. Ist nicht gut. So, wir müssen uns alle, glaube ich, einmal heilen. Weiter. Doc, du musst dich auch einmal heilen.
Als nächstes nutzen wir dann das Ziehtor und hauen ab. Dann nehme ich mal Hammer und Schild. War doch einer. Scheiß Raketenwichser. Sind da beide durch? Entschließen. Und versiegeln. So, Berechnung läuft. Wir müssen jetzt einmal... Ich glaube, wir gehen zurück. Das ist kürzer. Komm. Wir gehen zurück. Die Räume links neben uns und so sind versiegelt. Das dürfte nicht mehr so viel sein. Was am Kruppzeug da langkommt. Oh. Kriegt man einen Schluck Kaffee und dann kommen die Viecher schon. Berechnung ist bei 50%. Ich weiß nicht, was das soll. Na komm, hier hauen wir uns den Weg frei. Auf da. Sind wir? Ah, wir sind fast jetzt bei Relais 1 wieder. Okay, weiter. Bisher kein weiteres Relikt gefunden. Und hier geht's nicht weiter. Scheiße. Falscher Weg. Oh, da hat jemand sein Beinchen verloren. Nee, es ist noch jemand dran. Die Berechnung läuft immer schneller. Okay. Ich würde sagen, wir laufen straight. Aber wir müssen noch das Ziehtor nutzen. Aber die Berechnung läuft immer schneller, ey. Oh, die Ausdauer könnte allgemein schneller sein. Warte mal. Aber doch, wir müssen einmal komplett darüber. Rechtags. Weiter. Oh, da war einer. Ladehemmung. Waffe neu geladen. Oh, warum leuchtet das hier blau? Ganz kurz, warte. Ah, ich dachte hier irgendwas Tolles. Entschuldigung. Das wollte ich nicht machen. Na, starke Signale hinter uns und starke Signale vor uns. Rennen wir mal die Hütte durch. Boah. Tyranniden durchgebrannt. Warrior Strain! Slay the Abomination! Nochmal kurz auf die Karte gucken. Ne, wir müssen geradeaus weiter. Keine Experimente. Und wir müssen nicht da rein. Doch, wir müssen da lang. Alter, kam die um die Ecke, ey. Und weiter. Oh nee, ich bin doch falsch gelaufen. Wir sind in Relais 4. Wir müssen einen weiter. Sorry, zurück.
war die falsche Richtung. Zicke, zacke, Hühnerkacke, scheiße, ey. Hör mal auf hier. Das war mein Universalschlüssel. Oh, hier ist auch alles in den Dutten. Aber Respekt, dass nach 10.000 Jahren alles noch funktioniert halbwegs. Komm, die Tür machen wir wieder ordnungsgemäß zu. Trinke ich nochmal einen restlichen Kaffee aus. Lecker. Alter Kaffee. Halt mich mal ganz kurz. Kann er nicht. Scheiße. Zieh-Tor. Öffnen. Jetzt. Muss nur einmal angehaucht werden. So. Energiehammer. Oh, mit einem Löwen drauf. Einsatz beginnen und weiter. Jetzt reaktivieren wir den Jungen mal. Und dann lass uns abhauen hier. Das muss jetzt gewesen sein. Oh, Schulterpanzer. Linker Schulterpanzer des Imperators, also Schutz des Imperators. Okay. Oh, doch nicht ganz. The energy field is no more. Enter the Caliban's world without... Gut, dann nochmal schnell zum Calibans Wille und dann sind wir hier auch durch. Ja genau, wir müssen einfach nur hier lang. Okay, hier jetzt nicht, da ist zusammen wieder was zusammengebrochen. Und dann kann ich nicht weiter laufen. Na toll, wenn wir die Tür da hinten zugemacht, hätten wir gar nicht machen müssen. Ja schade, man kann sich gar nicht schützen, ne? Aber es nützt mir hier Zoom, wenn ich eh nichts damit machen kann. Schiff entern, ja. Na gucken, was gleich noch ein Gegner auf uns zukommt. Vielleicht noch mal so ein Brutlord. Mist, ich wollte den anderen ja die Plasmakanone wegnehmen und dafür eine schwere Waffe geben.
Wir haben heiligen Streitkolben. Was ist das denn hier? Der leuchtet ja im Dunkeln. Eine Vision, eine spielbare Vision. What is your duty? Ja, egal. Komm hier nirgendwo weiter. Hackstücke mir. Wie gesagt, das Spiel ist nicht brutal. Nur ein bisschen. Oh, zaubern können wir auch. Gerade im engen Gang ist natürlich dieser Feuerzauber übelst praktisch. Was ist das da oben? Oh, es ist da. Das war da. Da lang, oder? Ist das eine lange Vision? Wir müssen da mal hin. Ach, geht nicht. Scheiße. Dann nehmen wir das. Wir haben keine Chance, ey. Ach, vom Schild her, würde ich sagen, wir spielen einen Templer, ne? Müssen wir darauf achten, ob unser Arm schwarz ist, wenn wir schlagen. Durchbrennen. Ich glaube, da ist die Vision zu Ende. Ja. Mann, oh Mann. Oh. Der hat uns verwirrt. The second contact. Oh. I felt the echo of lost Caliban. As though touching the mind of the Guardian. Your psychic revelations are secondary importance to our memory. Hold fast and purify the area. Urge the Xenos. To enter Caliban's will, you must clear the battle zone. And move the bridgehead to support the next phase of operations. Okay. Warrior strains. Warte, komme. Boah, der Hammer ist ja so der Hammer. Für Terror! Was machen die Fliegen die ganze Zeit um mich herum? Oder?
Ist das so, ist das Feinde, so wie bei Diablo 2, die fliegen. Oh, da kommt noch mehr. Krass. Na, wer will, wer hat noch nicht? Reparier mich mal. Operation finished. Zu mir. They are overwhelming us. They are overwhelming us. Ich habe das Gefühl, die machen alles alleine. Der ist groß, den will ich. Der hat Scheren. Nee, Sensenklauen. Alter, ich fahr voll davon. Zitor! Fort! Nein! Du bist gestorben. Ja, also im Nahkampf ist der mit den Sensenklauen doch stärker als ich. The strange angel conducted us to the corpse of Brother Magon, the dark angel from the earliest days of the Imperium. Da schreit er along nach, with many brothers, he was lost with the ship Caliban's will. Da schreit er nach Sturmkanonen, glaube ich. Sent back to Caliban with Luther. Da kann nämlich der Kollege nämlich seine Dingsbums behalten, seine Plasmakanone. This confirmed our suspicions. We had to. So. Slay without mercy. Ja. Oh. I felt the echo of the beast. The boat. Your psychic revelation is of secondary importance. So oft haben wir das Xitor nicht benutzt. Gib mir lieber mal Flamer, wäre auch vielleicht nicht schlecht, aber ich will die Sturmkanone. Und weiter. Jetzt können wir es besser verteidigen. Hold fast and purify the area. Oh, lass sie kommen. To enter Caliban's will, you must clear the battle zone and move the bridgehead to support the next phase of operations. So geht's doch schon mal besser. Oh, hat mich erwischt. Da kommt die nächste Welle. Ah nein, ich habe das Zip-Tor angeklickt. Ach Mann. Das wollte ich nicht. Aber wie das Problem aus Versehen. Zip-Tor erwischt. Oh, da kann man. Der ist schon tot. Vengeance, God, my daughter, my hate.
My Bolter, my friend, würde eher passen. Geh mal weg da. Kurz nachladen, Kollegen sind auch raus. Stirbt einfach nicht. Jetzt haben wir keine Heilung mehr. Scheiße, kein Zitor mehr. Nein, das war's. Fuck, Alter. Ich glaube, das Video werde ich zerteilen. Sorry, ey. Das ist ein bisschen lang. Oh, Scheiße. A dark angel from the earliest days of the Imperium. Ich dachte, das wird zu easy peasy mit Sturmkanonen, aber der Arzt ist gerade verreckt und der Arzt ist irgendwie wichtig, ne? Ah, Gott, ey. So. Your psychic revelation is of secondary importance to the librarian. Hold fast and purify the area. Oh, die Punkte mit Stars. Okay, hab ich gar nicht mehr. To enter Caliban's will, you must clear the battle zone and move the bridgehead to support the next phase of operations. Blitz und Donner, verdammt. Ah, ich glaube, wir bei euch. Stirb doch mal! Oh, ich habe mich übersehen. Entschuldigung. Mission erfüllt. Time is short. Commence boarding of Caliban's will immediately. Squads are on their way to create a new bridgehead. Ja, dann mal weiter. Ja, hab ich ja kaputt geschlagen. Komischerweise ist auch nichts drin. Ja. Sauladen. Dann raus. Puh, jetzt habe ich schon leider weiter geklickt. Mission complete. So, aber die Folge werde ich auf jeden Fall ein bisschen zerteilen. Wie gesagt, halbe Stunde ist mein Ziel. Alles andere ist mir ein bisschen zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir noch gerne mal einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne, ja, könnt ihr das Video gerne liken und mich natürlich abonnieren. Wäre natürlich noch besser. Abonniert den Bruder Heinrich. Das wäre ganz toll. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.